So the reason I came all the way from Toronto, Canada, to meet my lovely friends, and they told me I need to come to Austria to experience what a real festival is all about. It's all about the beer. I've never seen such big glasses before. So in Canada, we don't have such big glasses of beer. But I love the beer, I love the fun, the people, and I've never seen any kind of soccer like that. Ja, also wir sind eigentlich die ganze Klasse, haben überlegt, Brainstorming gemacht und irgendwie sind wir dann auf den Riesenfuß gekommen. Und ja, dann hat er gleich, Neistift hat sich gleich bereit erklärt, dass sie das mit uns machen und ja, das hat uns recht gefreut. Wir sind die letzten 10 Jahre sind wir immer zu Freizeitturnieren nach Leipzig gefahren und da hat uns keinen Spaß mehr gemacht. Da habe ich im Ende bei Google eingegeben Pfingstturnier und bin auf dieses geile Turnier hier gestoßen mit diesem geilen Festzelt. Hammer. Einfach nur Spaß. Ich bin mit den ganzen Jungs hier, das sind alles gute Freunde. Ohne Dave wird... Das war ja ein Turnier mit 30 Mannschaften aus 6 europäischen Ländern. Witterungsbedingt haben wir am zweiten Tag keine Spiele mehr austragen können, sondern nur mehr das Turnier fortsetzen können im 8-Meter-Schießen. Das ist natürlich eine Kompromisslösung, aber war der einzig gangbare Weg. Gestern haben wir gespielt, ja. Und kein Tor gekriegt. Kein Tor gekriegt, muss man erwähnen. Und 12 geschossen und trotzdem sind wir heute nicht weitergekommen. Sieger erstmaliger Mannschaft aus Celle bei Hannover, und zwar Firma Becker Jus. Finale, Sieger 2-1 gegen FK Torcida. Ja, wir haben das Turnier gewonnen. Aber unser Pokal, wie gesagt, die sind halt die Rest der Mannschaft ist im Zelt schon versackt mit dem Pokal am Saufen. Wollten ein bisschen was essen, dann ruhen wir uns aus, dann machen wir uns alle schick, wie wir es ja sind eigentlich. Nur jetzt gerade nicht. Ja, und dann gehen wir heute Abend aufs Zelt und zeigen mal, was die Zeller so tanzen können, wa? Letztes Jahr hat uns das so toll gefallen, dass wir dieses Jahr glatt wiederhergekommen sind. So Leute, grüß euch und danke, dass ihr wieder mit dabei seid am Fest des Jahres in Neustift. Und es ist wirklich das Fest des Jahres, denn trotz der schlechten Wettersituation hat es da heute wirklich um 6 Uhr schon richtig Stimmung gegeben. Der Bauer steigt vom Scheunentor und zieht durch eine Ritze in der Fiedeszeitung und wird für seine Spitze. Los! Hey, sind es wieder mehr, oder? Ja, 86 Leute. Also wir steuern in 100 da nächstes Jahr. Ja. Nicht beim Gewicht, sondern bei den Personen. Ja, wir werden jetzt dann richtig Gas geben, weil jetzt sind wir auf Betriebstemperatur gekommen. Und wir haben 3 Quetschenspüler wieder mit, wie ihr es ja gesehen habt. Und jetzt sind wir nochmal so richtig abgetragen davon. Sie hat's nicht glaubt, was soll ich noch drin? Recht hat er kommt. Ich bin ein Hoverfeld, 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 Treiber, Raucher, Saufer, Vogel, wo die Weiber, treib mich rum bei der Nacht. Ferl, warum bist du da heute in Neustift am Fest des Jahres? Weil ich jedes Jahr da bin, weil ich jedes Jahr da bin. Das Neustift mag ich, das ist einfach ein Pflichttermin. Vogel, wo die Weiber, treib mich rum bei der Nacht. Und schon am Tag, mein ganzes Leben ist ein Hoverfeld rum. Ich war ein Ministrant, nimmt der Pfarrer meine Mutter bei der Hand. Süß, sagt der Frau, mit dem Buben, es hat keinen Sinn. Ja, man möchte was gern, da steckt der Bein. In Neustift muss man einfach sein, weil man das geilste Festl ist, was es halt da gibt. Mit den 2 Bussen, was wir da sind, ist einfach komplett. Okay, von wo seid ihr leck? Eschnau. Alter, da gibt's nur Moss, es sind lauter Drangler da, ich meine, das ist ein Wahnsinn. Alter. Ja, trinken wir noch eine. Ja. Und dann noch eine. Ja. Und dann noch eine. Ja. Und
Warum seid ihr heute in Neustift? Was ist der Plan? Schwarm hauptsächlich. Hauptsächlich, ja. Und zweite Geschichte? Und Hektar verkaufen. Hektar verkaufen. Nein, Hektar sollen wir verkaufen, ja. Okay, sagt der Vater. Nein, Mama. Sie hat letztes Jahr ein wenig zu viel Hektar vergeben. Ja. Und ihr heuer müsst das wieder ein wenig verkaufen. Du. Das wieder ein wenig abbringen. Von wo seid ihr? Von der Kirche. Sie hat's nicht geglaubt, wo soll ich lang rein? Reicht oder kommt? Ich bin ein Hoberfüll, 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 Treiber, Raucher, Saufer, Vogel, wo die Weiber treiben rum bei der Nacht und schlafen am Tag. Mein ganzes Leben. Was ist das Geile an Neustift? Sonntag. Weil da kann man einfach schon so weit herfahren und so spät heimfahren. Naja, es hilft nicht. Ich habe eine ganz scharfe Frau zu Hause. Muss ich leider um 21 Uhr spätestens zu Hause sein. Wir finden es einfach Hammer. Die Menschen sind so nett. Und deswegen sind wir hier. Ich bin halt ein Neustifter. Schau ich doch eine Zeit an. Links der Gaudi. Eine super Stimmung. Das heißt nur in Eschenau Neustift. Weil da so viele Leute sind und eine so super Stimmung ist, dass es der Wahnsinn ist. Ich kenne ihn jetzt noch nicht, aber er taugt da. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend. Wir sind da mit über 160 Leuten. Vor allem natürlich bei so einem Festel wie heute, ja, ist ja eines der Festeln des Jahres, kann man so sagen. Und da sind wir natürlich immer am Start dabei. Ja. Und mit Busaktionen kommt da jeder da gut rauf. Nein, ich war noch nie da. Du warst noch nie Nein, da? Erster Mal. Eindruck? Sehr gut. Also ich habe jetzt nur das Klo gesehen dabei. Aber bisher ist schön, ja. Ja, da muss man einfach sein, es ist geil. Okay, super live, super Collection. Seid ihr nächstes Jahr wieder mit dabei? Klar. Sicher. DJ. Warum bist du heute am Fest des Jahres in Neustift? Weil ich schon halber die Neustifterin bin. Okay, wohnst du da? Fast, ja. Ich bin Nachbarin beim Volke. Also hat er da schon mal einen Liter Milch gekriegt, wie es dir du gerade hat? Ich weiß nicht, der Lieferant ist ja nicht mehr so ein Größer. Also. Meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom 1. bis zum 16. Stock. Ein Lob an alle Neustifter. Also wirklich, ganz ehrlich, das ist das beste Fest, wo ich seit langem wirklich war. Wenn man nicht nach Neustift herkommt zum Fest des Jahres, dann hat man was versammelt. Zuerst waren wir schon drin im Bierzelt und so, aber da musst du schon mal da im Bar. Dass alle Leute zusammenkommen von der ganzen Welt. Vielleicht lassen wir uns nächstes Jahr wieder. Wir sind ja bekannt für Weltrekordversuche. Ich glaube, dass wir nächstes Jahr wieder einen Weltrekordversuch machen werden. Wir haben so eine große Pfanne, so eine Nierosterpfanne mit 2,5 x 6 Meter. Und da drinnen werden wir irgendwas machen. Wir kommen nächstes Jahr auch wieder. Neustift ist so geil! Wie ist das so? So echt so viele Leute die ganze Zeit befragen, das kann ja echt viel auf die Pauke gehen, oder? Ja, ziemlich. Ich mein, aber man muss da drüber stehen, was? So Leute, heute sind schon alle ziemlich geschlaucht. Bomben-Event, das Fest des Jahres. Wie jedes Jahr, Pfingsten, Pflichttermin, das Fest des Jahres in Neustift. Es war mir eine Freude und ich hoffe, seid nächstes Jahr wieder mit dabei.